Hi Leute, heute geht es um den Mordfall der damals 10 Jahre alten Hilal Ercan. Es ist aber kein in Anführungszeichen normales Video, sondern ein Video, um das mich Abbas Ercan, Hilals Bruder, gebeten hat, um den Fall seiner Schwester wieder mehr in die Öffentlichkeit zu rücken und so den Druck auf den einzigen Tatverdächtigen, den Abbas auch für den Täter hält, auszuüben. Ich fühle mich geehrt, darum gebeten zu werden und versuche mit diesem Video alle Fakten, die es zu dem Fall Hilal Ercan gibt, zusammenzutragen und zum Ende hin Abbas Theorie auszuführen. Aber denkt bitte dran, es sind immer noch nur Spekulationen. Am 27. Januar 1999 kommt die Viertklässlerin Hilal Ercan mit einem guten Zeugnis nach Hause. Die Familie lebt damals im Nordwesten Hamburgs, im Stadtteil Lurup. Weil Hilal gute Noten nach Hause gebracht hat, durfte sie sich aus der Geldschüssel, die die Familie Ercan bei sich in der Wohnung hatte, auf Geheißen ihres Vaters hin etwas Geld aus ihr nehmen. Sie nahm sich eine D-Mark, um sich ihre Lieblingssüßigkeit Hubba Bubba beim Supermarkt um die Ecke kaufen zu gehen. Dieser liegt nur knapp 100 Meter vom neunstöckigen Hochhaus, in dem die Ercans zu dem Zeitpunkt lebten, entfernt und befand sich in einem kleinen Einkaufszentrum. Gegen 13.15 Uhr machte Hilal sich auf den Weg. Ihre Schwester begleitete sie noch bis zu den Briefkästen des Mehrfamilienhauses und ist somit das letzte Familienmitglied, das Hilal lebend gesehen hat. Hilal hatte Folgendes an: orangefarbenen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Plateauschuhe. Darüber hinaus trug sie goldfarbene Ohrringe mit einem blauen Stein in der Mitte und ein gelbes und eine rote Haarspange. Ein Gemüsehändler sagte später aus, dass er sie noch im Einkaufszentrum gesehen hat. Und im Supermarkt wurde eine Rechnung über 1 D-Mark für eine Packung Hubba Bubba Cola, ihre Lieblingssorte, ausgestellt. Die Kassiererin kann sich zwar nicht an Hilal erinnern, aber es wäre schon ein krasser Zufall, wenn sie es nicht gewesen wäre. Als sie vom Einkauf nicht zurückkam, meldeten die Eltern ihre Tochter als vermisst. Und schon kurze Zeit später waren mehrere Beamte in Hamburg-Lurup unterwegs, um mögliche Zeugen zu finden und Flugblätter zu verteilen. Die Suche war groß. Hundertschaften durchsuchten die gesamte Umgebung. Leider aber erfolglos. Es war die größte Suchaktion der Hamburger Nachkriegsgeschichte. Der erste größere Hinweis waren die Aussagen zweier Busfahrer, die am 27. Januar 1999 einen großen, kräftigen Mann mit rötlichen Haaren, Zitat, einen Wikinger-Typen, dabei beobachtet haben wollen, wie er ein dunkelhaariges Mädchen im ungefähren Alter Hilals am Arm gezogen hatte. Später wurden auch die Haarspangen und ein Ohrring von ihr in der Nähe des Parkplatzes gefunden, was die Zeugenaussagen glaubwürdig machte. Aber leider gab es keine weiteren Hinweise. Erst am 2. Februar kam wieder Bewegung in den Fall, als ein anonymer Anrufer, Ayla und Kamil Ercan, die Eltern Hilals, zur Christuskirche im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel bestellte. Am Telefon sagte er, er wisse etwas über den Verbleib ihrer Tochter. Jedoch tauchte er niemals am ausgemachten Treffpunkt auf. Warum, weiß man nicht genau. Eventuell aber, weil ein Polizeieinsatz, der ganz in der Nähe der Kirche stattfand, aber nichts mit dem Treffen zu tun hatte, ihn verunsicherte und abschreckte. In der nächsten Zeit wurde es ruhig um den Fall Hilal Ercan. Es gab zwar immer wieder groß angelegte Suchaktionen, aber leider waren alle erfolglos. Die Familie Ercan wandte sich immer wieder an die Öffentlichkeit. Sie verteilten Flyer, hingen Plakate auf und versuchten alles, um ihre Tochter nach Hause zu bringen. Und trotzdem gerieten sie in das Fadenkreuz der ratlosen Ermittler. Diese dachten, nachdem alle Spuren zu nichts führten, dass die Familie Hilal in der Türkei zwangsverheiratet habe. Eine Theorie, die wahrscheinlich nur auf Vorurteilen beruhte. Und natürlich bestätigte sich die Theorie der Ermittler nicht. Es war eine unglaubliche zusätzliche emotionale Belastung für die Familie. Und Abbas sagt heute, dass er sich gewünscht hätte, dass die Ermittler, anstatt sich auf die Familie zu konzentrieren, lieber bekannte Sexualstraftäter hätten untersuchen sollen. Und retrospektiv macht es absolut Sinn. Denn 2005 kam wieder Bewegung in den Fall, nachdem mehrere bekannte Sexualstraftäter von den Ermittlern durchleuchtet wurden. Ein Mann namens Dirk A., der wegen 7-fachen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, nahm sie ins Visier. Die Haftstrafe, die er wegen seiner Verurteilung bekommen hat,
da er seit 2000 in der geschlossenen Psychiatrie der Asklepios Klinik Nord am Standort Ochsenzoll in Hamburg-Langenhorst ist. Während intensiver Verhörungen gestand der Mann, dass er Hilal getötet habe. Dirk A. schildert die Tat in seinen Worten, die Entführung und den Mord an Hilal Ercan sehr genau und beschreibt, wo er ihre Leiche vergraben habe. Hilal Ercan soll sich im Altonaer Volkspark in Hamburg befinden. Doch während der Suche, die sich später als erfolglos herausstellen sollte, zog er sein Geständnis zurück und sagte, er habe nichts mit dem Verschwinden Hilals zu tun. Abbas sagt in diesem Zusammenhang Folgendes. An dem Tag, wo Dirk, der Hauptverdächtige, gestanden hat, sogar zweimal, dass er meine Schwester entführt, missbraucht und getötet hat. Ab da an haben wir das Schlimmste befürchtet, dass sie nicht mehr am Leben ist und dass sie niemals mehr lebendig zu unserer Familie zurückkommen wird. Mit sogar zweimal bezieht sich Abbas auf ein weiteres Geständnis Dirk A.'s, das er 2006 machte und kurze Zeit später wieder zurückzog. Bei diesem Geständnis sagte er, dass er Hilal in einer Kiesgrube vergraben habe. Für die Polizei ist er der einzige Tatverdächtige. Ein Tatverdächtiger, der den Mord am rätselhaftesten Mordfall in der Hamburger Kriminalgeschichte zweimal gestand, dem sie den Mord aber aufgrund fehlender Beweise nicht nachweisen konnten und können. Das Verfahren gegen den ehemals Beschuldigten wurde eingestellt, weil es eben keinen hinreichenden Tatverdacht gegen ihn gab. Hintergrund ist, dass natürlich die Umstände des Verschwindens von Hilal weiterhin unbekannt sind. Wir konnten sie bisher nicht aufklären. Es fehlt an objektiven Beweismitteln. Weitere Angaben kann ich dazu derzeit nicht machen. So die Worte der Staatsanwältin Liddy Oechtering. Die Polizei Hamburg sagt, dass sie sich nicht weiter zum Fall Hilal Ercan äußern wollen, solange es keine weiteren Beweise gibt. Sie selbst räumen aber Fehler in den damaligen Ermittlungen ein. Damit meinen sie die Spur 380, die die Ermittler bereits 16 Monate nach der Tat zu Dirk A. führte, die sie aber nicht konsequent nachverfolgten und zu früh fallen ließen. Denn das Alibi, das Dirk A. von seinem Schwager bekommen hatte, wurde nicht überprüft und auch das Auto von ihm, das er am 12. Februar 1999, 17 Tage nach Hilals Verschwinden verkauft hatte, wurde nicht ermittelt. Und das, obwohl Dirk A. damals einen dunkelblauen Dreier-BMW fuhr. Ein Auto, das Zeugen am Tatort gesehen haben wollen. Dazu kommt noch, dass er seine Opfer meist im Auto mitgenommen und in diesem missbraucht hat. Leider spielt die Zeit immer gegen die Rechtschaffenden. Der Wagen wurde einige Zeit später in den Kosovo verkauft. Dirk A. soll dort Verbindungen haben. Zwar wird noch immer mit der Hilfe der UN-Polizei im Balkan nach ihm gesucht, aber die Wahrscheinlichkeit, ihn zu finden, ist verschwindend gering. Und somit auch der Fund belastender Beweise. Sollten sie ihn jedoch lokalisieren können, wäre es immer noch möglich, DNA-Spuren zu finden. Polizeisprecherin Ulrike Sweden sagt dazu Folgendes. DNA-Spuren können Jahre erhalten bleiben. Die Mittel der Kriminaltechnik sind da fast grenzenlos. Zudem platzte das Alibi des Schwagers nach genaueren Untersuchungen. Dirk A. übte den Beruf des Malers aus und sollte sich nach Aussagen seines Schwagers, der gleichzeitig auch sein Chef war, auf einer Baustelle befinden. Jedoch wurden damals weder andere Arbeiter auf der Baustelle von den Ermittlern angesprochen, noch wurde der Schwager befragt, ob er mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könne, dass Dirk A. sich dort zum Tatzeitpunkt befunden hat. In einem Interview mit Bunte Family sagt Abbas dazu, es sind viele Fehler passiert. Zum Beispiel bei Dirk A., dem mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der in der Psychiatrie sitzt. Der wurde 2000 verhaftet. Aber da er ein falsches Alibi vorweisen konnte, das ihm sein damaliger Chef, der auch sein Schwager ist, gegeben hat, wurde er bei den Ermittlungen komplett ausgelassen. Es wurde nicht gegen ihn ermittelt. Erst 2005 wurde das Alibi überprüft und es war falsch. Er wurde also 5 Jahre lang in Ruhe gelassen, was ich als Skandal sehe. Das kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum man dem nicht nachgegangen ist. Den müsste man nochmal genauer beleuchten. Ich halte ihn für den Täter. Warum musste meine Schwester sterben? Wegen so einem kranken Typen. Es wird spekuliert, dass die Ermittler zu sehr darauf vertrauten, in einem anderen Verdächtigen den Täter zu finden. Hier stellt sich mir aber die Frage, wer dieser Täter sein soll, da zumindest öffentlich nie nach irgendjemand anderes gefahndet oder jemand anderes genannt wurde. Aussagen des Wiesbadener Kriminalpsychologen Rudolf Eck zufolge sei es wahrscheinlicher, dass ein Täter, der gestanden und widerrufen hat, tatsächlich der Täter ist,
als dass sich ein Unbeteiligter ein Geständnis ausdenkt und später zur Besinnung kommt. Und die Einschätzung Rudolf X. teilt Abbas Ercan. Er ist sich sicher, dass Dirk A. nicht nur Tatverdächtiger, sondern auch Täter ist. Im Herbst 2018 gab es die letzte große Hoffnung. Ein weiterer Anruf zu einer Suche, die eingeleitet wurde, weil ein vermeintlicher Zeuge sich bei der Ermittlungsgruppe Cold Cases der Hamburger Polizei meldete und sagte, er wisse, dass sich die Leiche Hilal Ercans im Volkspark befindet. Die Polizei rückt mit einem Bagger, Schaufeln und vielen Tatkräftigen aus. Jedoch verläuft auch diese Suche wieder erfolglos und die Hoffnung der Familie Ercan wird ein weiteres Mal zerschmettert. Abbas sagt in einem Interview mit RTL Nord nach der erfolglosen Suche Folgendes. Wenn aber dann die Meldung kommt, dass die Polizei nichts gefunden hat, dann zerbricht unsere ganze Welt. Er sagt, dass seine Eltern ausgelaugt sind von der jahrelangen Suche nach ihrer Tochter und dass dies auch der Grund dafür ist, dass er sich mehr in die Öffentlichkeit begeben hat. Denn er wird erst aufgeben, wenn sie seine Schwester Hilal finden und sie endlich zur Ruhe kommen können. Nach Akteneinsicht ist er sich hundertprozentig sicher, dass Dirk A. der Täter ist. Deswegen fing er an, offene Briefe an Angehörige und auch an Dirk A. selbst zu schreiben und zu verbreiten, weil er sich nicht weiter zu helfen wusste und weiß und die einzige Möglichkeit, aufgrund der Fehler, die während der Ermittlungen gemacht wurden, ist, dass er die Tat gesteht und ihnen sagt, wo Hilal sich befindet und sie endlich Ruhe finden können. In einem Brief an die Mutter und Schwester von Dirk schreibt er Folgendes. Ich wende mich heute an Sie, in äußerst verzweifelter Lage. Ich bin der Bruder der seit 21 Jahren vermissten und vermutlich durch die Hände Ihres Sohnes Dirk getöteten Hilal Ercan. Mit diesem Schreiben möchte ich an Ihr Mitgefühl und Ihre Menschlichkeit appellieren und Sie eindringlich um Hilfe bitten, unsere Ungewissheit zu beenden. Können Sie von Ihrem Sohn die Wahrheit erfahren? Wir wissen, dass er auch nicht härter bestraft werden könne als die Strafe, die er jetzt schon verbüßt. Nach 21 Jahren verspüre ich nach wie vor den Drang, ihnen zu schreiben und diesen Fall endlich zur Ruhe kommen zu lassen. Den offenen Brief an Dirk A. hat Abbas auf seinem Instagram-Account veröffentlicht und mir zur Verfügung gestellt. Und hier noch abschließend das Video. Hallo allen, einen schönen Sonntag heute. Ich wollte mich noch natürlich zunächst erstmal bei den Leuten bedanken, die ihre Aufmerksamkeit uns schenken. Ihre Tapferheit und das wissen wir sehr zu schätzen. Aber diese Videobotschaft hat eigentlich einen anderen Grund, warum ich den jetzt teilen möchte. Und zwar, es geht um den offenen Brief, den ich an den Mörder geschrieben habe damals. Den würde ich gerne per Videobotschaft nochmal teilen mit euch. Ich hoffe, dass ihr das auch fleißig teilt, wovon ich sicher ausgehe. Ich wollte mich schon mal jetzt vorab nochmal vorweg auf jeden Fall bedanken. Und dass wir endlich das Schicksal meiner Schwester lösen können. Das ist unser Ziel. Wo sie allein liegt, weiß nur der Mörder. Und das soll er, sein Geheimnis soll er mit uns teilen. Ein Mord verjährt nicht, egal wie sehr er auch vertuscht und unterdrückt werden mag. Ein Mord ist ein Kapitalverbrechen, das einem Menschen sein Leben und dessen Angehörigen, die Mutter, den Vater, Schwester, Bruder und Freundin nimmt. Einfach aus dem vollen Leben gerissen, ohne Sinn und ohne Zweck. Ich weiß ganz genau, dass dieser offene Brief den wahren Mörder meiner Schwester erreicht. Dass du ihn liest, ihn lesen musst, als dich immer wieder mit diesem Mord auseinandersetzen zu müssen. Zu müssen, wohlgemerkt. Und vorab, ich schreibe diesen Brief nicht in Bitternis. Nein, dafür fühle ich mich schon zu ausgelaugt. Ich schreibe diesen Brief als Bitte von einem Menschen, dass etwas Liebes genommen wurde. An einem Menschen, der es genommen hat. Ich schreibe dies an einem Menschen, nicht an eine sogenannte Bestie. Ich schreibe dieses Schreiben mit der Bitte und der Hoffnung, dass du zu einer Entscheidung kommst, dass dir dieser Brief hilft, eine jahrelang Last von den Schultern zu werfen. Die Last der Schuld, natürlich. Ich weiß, dass du gar keine andere Wahl hast, als dich immer wieder, vermutlich jeden Tag oder ohne jede Nacht damit auseinandersetzen zu müssen, weil es einfach unmöglich ist, ein Leben zu beenden. Ein solches Verbrechen, den Mord an meiner kleinen Schwester Hilal, die schon am Boden lag und das vermutlich das Ergebnis der erbärmlichen, unglücklichen Situation wohl auch gewollter Geschehnisse war. Deine Tat einfach zu verdrängen, ja, zeitweise, aber ganz zu vergessen kann man das nicht. Bestimmt unmöglich. Warum? Du Mörder meiner Schwester, bitte liest dir das Folgende genau durch. Ich glaube, dass du im Grunde deines Herzens ein guter Mensch vielleicht warst, aber durch diesen Vorfall in ein seit mehr als 20 Jahren dauerndes seelisches Martyrium gedrängt wurdest. Ein Martyrium,
das dich gefangen hält. Ein Martyrium, das durch die schlampige Tatortermittlung der Behörden erst richtig begonnen hat. Du selbst auch ein Opfer der schlimmen Umstände geworden bist, die ursprünglich über dich hereinbrachen und du dich immer wieder weniger darüber hinaus sahst, den wahren Sachverhalt zuzugeben. Leider. Ich glaube, dass es eine Reihe absolut unglücklicher basierender Vorkommnissen gegeben hat, die zu einer dermaßen unglücklichen Situation geführt haben, die meiner Schwester schließlich das Leben kostete. Es mag sein, dass du an Fantasien hattest, aber warum warst du so schwach und hast du dir keine Hilfe von irgendjemand geholt? Warum hast du das meiner Schwester angetan und schließlich meiner ganzen Familie? Warum? Verstehe ich bis heute nicht. Was hat sie dir getan? Warum musste meine Schwester Hilal sterben? Warum? Sie war gerade einmal 10 Jahre alt. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich gehabt. Was hat sie dir angetan, dass du ihr Leben beendet hast? Du musst uns das erklären. Du bist das uns schuldig bis heute. Also ich würde dir nur verzeihen, wenn du wirklich sagen würdest, wo meine Schwester Hilal alleine liegt. Doch bitte ich dich noch einmal, ich bitte ganz innig darum, dass dieses schlimme Martyrium und Drama, welches meine Eltern und meine Schwester und ich die letzten 20 Jahre durchmachen mussten und von dem auch du nicht verschont bliebst. Ich weiß ganz genau, dass das dich auch die ganze Zeit beschäftigt. Bitte beende es, bitte stell dich endlich, steh zu der Wahrheit, lass dieses lange Martyrium endlich aufhören und du bleibst für immer der größte Feigling, der du seit 21 Jahren bist. Er ist für mich heute der Tag nach 21 Jahren so wichtig, genau dir diesen Brief zu schreiben. Die Hoffnung, dass du noch Stärke besitzt, die du seit 21 Jahren verloren hast und nicht mehr als stiller Loser weiterleben müssen. Bitte stell dich, bitte lass diesen Fall endlich zur Ruhe kommen, lass endlich Wahrheit und Licht zu. Stehe dazu, dass es ein schlimmer Höhepunkt einer unglücklichen Verkettung von bösen Geschehnissen war. Du hast es genau 21 Jahre für dich behalten, breche dein Schweigen endlich, auch um deinetwegen. Sei kein Lügner und nutze diese Chance für dich. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Ich habe versucht, den Fall Hilal Ercan so gut wie möglich zusammenzufassen, damit dieses Video geteilt werden kann und noch mehr Leute auf den Fall aufmerksam werden und Abbas und seine Familie irgendwann Ruhe finden können. Also falls ihr mit mir und Abbas den Algorithmus ein wenig austricksen wollt, liked, kommentiert, teilt und abonniert, damit auch Leute, die Insolito nicht abonniert haben, das Video sehen. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.